Blamieren oder kassieren? Blamieren oder kassieren? Dann könnte ich kassiere und du blamierst dich. Warte kurz, eine Frage wird vorgelesen. Spieler bekommt eine beste Gesellschaft und die Antwort. Wer zuerst buzzert, bekommt 4 Antwortmöglichkeiten. Okay. Der Spielablauf ist so. Ihr bekommt eine Frage gestellt. Wenn ihr meint, die Frage beantworten zu können, dann drückt ihr den Buzzer. Anschließend habt ihr 5 Sekunden Zeit, eine Antwort auszuwählen. Ist die Antwort richtig, bekommt ihr einen Punkt. Ist sie falsch, bekommt euer Gegner einen Punkt. 6 Punkte braucht ihr, um dieses Spiel zu... Hier kommt die erste Frage. In welcher Filmreihe findet man das Raumschiff Enterprise? Matthias, ich hab zuerst gedrückt. Beverly Hills Cop. Was ist das? Was die richtige Antwort lautet Star Trek. Star Trek, ja. Gefallen ist doch mit Captain Prime. Die Antwort ist richtig. Na also. Spocky. Wer hier abräumen will, braucht Grips. Kann sich noch jemand an Winning the Bull erinnern? Immer noch nicht. Neue Runde, neues Glück. Wie nannte man Brad Pitt und Angelina? Mann, Blade, ich hör, lass die Frage aushören. Angbred. Brangelina. Angbred. Nein, Brangelina, Mann. Und die korrekte Antwort ist? Brangelina. Ey, lass die Frage ausstellen, du. Nein, ja, das ist schon vorher. Das war richtig. Kann, scheiße, ja, da kenne ich mich aus. Mir kommt die später an und die sind. Ja, klar. Wer hier abräumen will, braucht Grips. Wollt ihr weitermachen? Los geht's! Nein. Welche Konsole brachte Nintendo? Ja, jetzt kommt's, na komm. Hahaha, scheiße war's, ne? Nein, das war die Wii U, aber scheiß drauf. Die gut, Wii. Dann wollen wir mal das Ganze auflösen. Wii. Das war das ja, 2006. Richtige Antwort! Die Wii U noch nicht. Sehr gut. Hätte aber auch sein können, dass es später ist. Das war schon mal Schlag den Star. Das war das schon mal. Hier braucht ihr ein helles Köpfchen und ein bisschen Glück. Das ist übrigens einer der wenigen Spiele, die ich auch mal gewonnen habe. Achtung, es geht weiter. Inferno ist Dan Browns dritter Roman, welcher verfilmt... Ey, das kenne ich doch nicht. Tom Hanks. Wer denn sonst? Eigentlich Tom Cruise. Ihr wollt sicher die richtige Antwort hören. Tom Hanks. Wir machen ein Deal, wir lassen die Frage ausstellen, okay? Mann, war das gut! Okay. Ja, das ist kurz sehr gut, das ist gut. Und unser Spiel geht weiter. Wie heißt der Hund, der im gleichen Haus wie Garfield lebt? Die Frage ist. Du musst jetzt falsch antworten. Oh Gott, das weiß ich. Bodie, Lassie, ich weiß es gar nicht. Snoopy, ich glaube, es ist X. Hey, guck mal, das Frage nicht auslaufen lassen. Doch, er hat Spannung das steigt. Gesprochen. Er hat die das richtige Antwort ist Odie. Er hat das schon gesprochen. Ha, gut gemacht. Er hat Mensch, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Du musst nur aussprechen lassen. Ach, ich sag's ausschreiben. Aussprechen lassen. Es geht weiter. Es wird spannend. Wie heißt die in Jurassic World neu gezüchtete Dinosaurier? Ja, der hat nicht ausgesprochen, das ist unfair. Ich kenne. Eigentlich müsste das der Indominus Rex sein. Ja, du hast aber nicht aussprechen, das ist unfair. Und die korrekte Antwort ist Indominus Rex. Wir einigen uns drauf. Absolut richtig. Nein, aussprechen. Ich hab jetzt richtig Bock. Ich hab gerade geraten. Ich soll das nicht. Hoffentlich blamiert sich jetzt hier keiner von euch. Das Spiel ist genauso schön wie das Wetter heute. Eine neue Runde beginnt. Mit welchem Ruf wird traditionell das Oktoberfest eröffnet? Nein, das ist Kreis. Oh ja. Die gültige Antwort lautet wie folgt. Ozapfies. Leider daneben. Nee, ne? Denkt gut nach, alles, bevor ihr euch gleich alles blamiert. Matthias schuld. Das wird heute ein harter Kampf. Eine neue Runde beginnt. In welcher Stadt wurde Ludwig van Beethoven geboren? Wien. Ja, natürlich. Wien. Wien. Nein.
Doch. Die richtige Antwort lautet Bonn. Was labern denn immer, dass der in Wien lebt? Ja, nein, der ist nicht. Sowas kann ich echt gut. Ludwig van Beethoven in Wien geboren, ist klar.